We are here and we will fight. Freedom of movement is everybody's right. Ria Benama, Dankeschön. Okay, ich sage es nochmal für alle, die hier geblieben sind. Ihr wisst es, für alle, die neu dazugekommen sind, die hier vorbeigehen. Wir sind heute hier, um gegen die Abschottung von Europa, gegen Leute zu protestieren, die hierher kommen wollen, auf der Suche nach einem besseren Leben, nach Sicherheit, nach etwas Neuem, nach ihrer großen Liebe, warum auch immer. Diese Leute werden versucht, draußen zu halten, was sie oft genug mit dem Leben bezahlen müssen, mit vielen Jahren des Wartens. Sie zahlen einen zu hohen Preis dafür, dass Europa die Grenzen dicht macht. So, we are here today to protest against the murderous closure of the frontiers of Europe, against this politics and against the institutions that do it. Heute ist globaler Aktionstag, der 18.12. In vielen Ländern Europas, Afrikas, Lateinamerikas und Asiens finden heute Kundgebungen, Aktionen, was auch immer statt. Es sind Tausende von Leuten, die heute, so wie wir, gegen dieses mörderische Regime protestieren, das die Grenzen sichern soll, das in Wahrheit die Grenzen schließt gegen Menschen, die sie überqueren wollen. Es gibt jetzt noch einen Redebeitrag der Gruppe Fels, der sich genau einer dieser Institutionen widmet, der Institution Frontex, die die Grenze Europas schließen sollen. Ich gebe das Wort ab an Fels. Fern von Kontrolle, fern von Demokratie hat die Europäische Union eine Abschottungsagentur geschaffen. Ihr euphemistischer Name, Europäische Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen, kurz Frontex. Sie verkörpert das europäische Abschottungsregime. Seit 2004 treibt sie ihr Unwesen und hat bereits unzählige Opfer gefordert. Sie sorgt mit nationalen, angeblichen Sicherheitsbehörden vor allem dafür, dass Flüchtlingsboote abgefangen werden, bevor sie europäische Gewässer, geschweige denn europäischen Boden, erreichen, um so der Zuständigkeit zu entgehen. Bei diesen Maßnahmen schrecken sie nicht davor zurück, die Schutzsuchenden in Lebensgefahr zu bringen. Nur wenige Fälle können dokumentiert werden. Im Jahr 2009 drohten sie, ein Flüchtlingsboot zu zerstören, sofern es nicht umkehre. Genauso versuchen sie, die griechisch-türkische Grenze abzuriegeln. Mehrfach wurde von Schusswaffen Gebrauch gemacht. So wurde 2011 berichtet. Es ist eine neue Dimension von militärisch-polizeilicher Zusammenarbeit. Als eingesetzte Grenzschutzagentur untersteht diese keiner parlamentarischen Kontrolle und wird von den EU-Gremien noch nicht einmal alibimäßig kontrolliert. Schon im Vorfeld soll Frontex MigrantInnen abschrecken, mit der gesamten Gewalt des staatlichen Repressionsapparats. Die Flüchtlinge werden zu immer riskanteren Überfahrten genötigt, nehmen immer gefährlichere Routen auf sich. Auf diese Weise werden kommerzielle Schleuser weiter gefördert, die die Schutzsuchenden oft ausbeuten und trotz alledem nicht versichern können, dass sie den europäischen Boden überhaupt erreichen. Diese rassistische Politik ist der EU einiges wert. 2011 für Frontex ca. 88 Millionen Euro pro Jahr, 2011 waren es 6,2 Millionen Euro. Es bleibt nur eins, Frontex muss zerschlagen werden. Gerechtigkeit kann es nur ohne Grenzen und Nationen geben. No border, no nation.